Auf die Naturkatastrophe und das Reaktorunglück in Japan reagierte die Bundesregierung mit einer Blitzwende. Bis Mitte Juni soll ein neues Gesetz den schnelleren Ausstieg aus der Atomenergie festzurren. Und obwohl noch keine Details zum Abschalten der alten AKW und dem Umsteigen auf neue Energie feststehen, ist die Diskussion darüber, wie viel das Ganze wohl kosten soll, schon voll entbrannt. Viele Experten reiben sich verwundert die Augen, dass andere Experten und Politiker bis auf den Cent genau wissen, welche Summen künftig auf der Stromrechnung stehen werden. Ulrich Mehrkamp zum Streit über die Finanzierung der Energiewende. Diese Trümmer waren einmal ein Reaktorgebäude. Die Bilder zeigen wie nie zuvor die Zerstörung im Atomkraftwerk Fukushima 1. Sie sind beängstigend. Veröffentlicht wird das Material aus der Atomruine ausgerechnet heute. Der Tag, an dem TEPCO zuversichtlich einen Zeitplan vorstellt, um die Katastrophe am Kraftwerk in den Griff zu bekommen. 6 bis 9 Monate, sagt TEPCO-Manager Katsumata, bis dahin seien die Brennstäbe heruntergekühlt. Im ersten Schritt wollen wir die Strahlung verringern. Im zweiten Schritt wollen wir die radioaktiven Materialien unter unsere Kontrolle bringen und die Strahlung auf ein Minimum senken. Verneigung, Entschuldigung. Es ist nicht der Plan der Ingenieure, sondern der Politiker. Er kam zustande auf Druck der Regierung. Sie will wieder Ruhe ins Land bringen. Die Ruhe ist dringend notwendig. An der gesamten Nordostküste kämpft das Land gegen eine Katastrophe von gigantischen Ausmaßen. Minami Sanriku, der gesamte Ort, wurde von der Tsunamiwelle zerstört. Helfer streifen durch die Trümmer. Es sind nicht die Freiwilligen, die Leichen bergen, wie sonst so häufig. Diese Männer und Frauen wollen Erinnerungen aus den Trümmern retten, Tagebücher, Schmuck, Fotos. Meine Freundin hatte ein Haus am Meer. Der Tsunami hat alles weggespült. Sie hat kein einziges Foto mehr. Das hat mich bewegt, hier zu helfen. Die Zeit wird knapp. Es hat geschneit, dann geregnet. Jetzt die brennende Sonne. Die Fotos drohen zu vergilben. Dazu der Wettlauf mit den anderen Helfern. Irgendwann werden die Bulldozer kommen, die Trümmer räumen und damit die Erinnerung. Das ist viel mehr als nur ein Schatz. Diamanten, Gold, das gibt es so häufig. Aber ein Foto, das gibt es nur einmal auf der Welt. Zehntausende Fotos haben die Erinnerungssammler schon gefunden. Jedes einzelne wird gereinigt und zum Trocknen aufgehängt. Sorgfältig und gewissenhaft. Millionen persönlicher Andenken warten noch in den Trümmern der Stadt. Ich habe selber Kinder und deswegen geht mir das sehr zu Herzen. Ich gebe mir so viel Mühe, weil ich hundertprozentig sicher bin, dass wir all die Sachen irgendwann an ihre Eigentümer übergeben können. 100%ig sicher. Auf die freiwilligen Helfer in Japans Katastrophengebiet ist Verlass. Ein Vertrauen, das viele Japaner TEPCO und dem Krisenmanagement der Regierung trotz des neuen Zeitplans nicht mehr entgegenbringen wollen. Denn wie Sie sicherlich gemerkt haben, war das der Beitrag unseres Korrespondenten Philipp Abrisch aus Tokio. Der AKW-Betreiber TEPCO hat also heute erstmals einen Plan vorgelegt, wann die Krise behoben sein soll. Experten bezweifeln, dass dies möglich sein wird in dem vorgeschlagenen Zeitraum. Und auch in Deutschland gibt es einen Plan, den Plan zur Energiewende. Und obwohl noch keine Details zum Abschalten der alten AKW und dem Umsteigen auf neue Energien feststehen, ist die Diskussion darüber, wie das Ganze ablaufen soll, was das Ganze kosten soll, schon voll entbrannt. Und viele Experten sind mehr als verwundert, dass andere Experten und Politiker bis auf den Cent genau wissen, welche Summen da künftig auf der Stromrechnung stehen werden unterm Strich. Und jetzt Ulrich Mehrkamp zum Streit über die Finanzierung der Energiewende. Noch vor einem Jahr war die Atomkraft die unverzichtbare Brückentechnologie in eine saubere Zukunft. Jetzt wollen alle nur noch raus aus der Kernenergie, und zwar so schnell wie möglich, wenn dann nur nicht die Kosten wären. Alles halb so schlimm, sagt der Fraktionsvorsitzende der Grünen im Bericht aus Berlin. 3 Milliarden pro Jahr kostet die Wende die Verbraucher. Gemessen am Stromverbrauch hieße das, dass jeder von uns ungefähr einen halben Cent pro Kilowattstunde mehr bezahlen müsste. Das wäre 1,50 Euro pro Haushalt im Monat. Ich finde, das ist ein Atomausstieg, den man sich leisten kann. Anders rechnet die regierungsnahe Deutsche Energieagentur. Etwa 800 Euro zahle ein 4-Personen-Haushalt zurzeit im Jahr für seine Stromrechnung. Der Umstieg auf erneuerbare Energien kostet zusätzliche 160 Euro und am Strich ständen dann 960 Euro, eine Steigerung von 20%. Die Zahlen der Grünen seien nicht nachvollziehbar.
Allein der Netzausbau, um 40% regenerative Stromerzeugung bis zum Jahr 2020 zu erreichen, kostet uns schon rund 1 Eurocent pro Kilowattstunde. Und da sind noch nicht eingerechnet die zusätzlichen Kosten durch die regenerative Stromerzeugung selber. Keine konkreten Zahlen aus dem Regierungslager, aber eine Vermutung, wie die Opposition den Ausstieg finanzieren will. Es ärgert mich, dass es einige gibt, denen dazu wieder nur Steuererhöhungen einfallen. Ich bin der Auffassung, dass zunächst einmal dann Einsparungen im Haushalt getroffen werden müssen. Die SPD weist diese Unterstellung zurück. Allerdings gäbe es keinen Ausstieg zum Nulltarif. Das Ganze wird natürlich Druck auf die Strompreise entwickeln. Ich glaube, ohne Anpassungen der Strompreise nach oben, ohne Strompreiserhöhungen wird das Ganze nicht gehen. Im Juni will die Regierung, Bundestag und Bundesrat ihr Ausstiegskonzept vorstellen. Wenn dann in Zukunft, wie heute in Berlin, auch häufig die Sonne scheint, könnte der Umstieg auf Solarenergie auch technisch funktionieren.